Ja, die Vögel zwitschern draußen. Vorhin hat es noch ein bisschen geschneit, jetzt ist gerade nichts. Aber ich nehme an, in 10 Minuten regnet es wieder. Perfekte Gelegenheit, um sich auf die Couch zu packen und die E-Ukulele an einen fetten Verzerrer anzuschließen und fröhlich ein bisschen durch die Gegend zu braten. Yeah! Ein ganz großes Thema im Rock und gefühlt hat jeder das schon mal gehört, ist das Wort Power Chord. Power Chord. Jetzt mal ein Beispiel. Ich spiele mal die Akkorde G-Dur, C-Dur und D-Dur. Und jetzt mache ich mal fies die Brate an. Gehorche mir. Ja, klingt irgendwie ein bisschen schlammig, würde ich sagen. Das Thema Riffs hatte ich ja schon in einem anderen Video mal beackert, wo man nur noch einen Ton spielt. Aber manchmal ist ein Ton halt einfach zu wenig. Und da hat sich irgendein findiger Gitarrist was sehr Lustiges einfallen lassen. Er spielt einfach nur einen zweiten Ton dazu. Und zwar zum Beispiel zum G, ein D. Zusammen wäre das dann. Wenn ich jetzt... spiele, dann denkt wahrscheinlich jeder, Iso, das klingt voll... blöd. Ja, mache ich mal die Brate an und... hoppla, das klingt genauso, wie es klingen soll. Das ist ein Power Chord. Der Grundton, in unserem Fall das G, und die Quint. Also das heißt, der fünfte Ton der Tonleiter von G. Stimmt sogar, 5. Der Witz dabei ist, dass ihr ein Griffbild habt. Dieses hier. Das heißt, der Zeigefinger greift den Grundton und der Mittelring oder kleiner Finger, dürft ihr euch selber aussuchen, greift die Quint auf der darüberliegenden Seite 2 Bünde weiter. Also das heißt Grundton und Quint. Jetzt müsst ihr nur noch probieren, so unsauber in Anführungsstrichen zu greifen, dass eure E- und A-Seite von den Greiffingern festgehalten werden. In meinem Fall macht der Zeigefinger noch die A-Seite platt und der Ringfinger liegt so schräg, dass er meine E-Seite mit festhält, sodass, wenn ich richtig reintucke, trotzdem nur 2 Seiten klingen. Mein Zeigefinger liegt jetzt auf dem B und damit ist es ein B-Power-Chord. Wenn man so in einer Rockband ist, dann reicht es zu sagen, oh, da spiele ich irgendwie B. Wobei, das ist jetzt B-Flat, keine Ahnung, was man da jetzt sagen würde in einer Rockband. Hier so im dritten Bund. Spiel mal B. Ja? Das Coole ist, dass ihr diesen Griff jetzt nicht mehr verändert. Ihr verschiebt den einfach nur auf dem Hals. Im dritten Bund ist der Zeigefinger auf dem B, haben wir B. 2 Bünde weiter ist der Zeigefinger auf dem C, haben wir C. Nochmal 2 Bünde weiter ist der Zeigefinger auf dem D, haben wir D. Und wenn ihr ganz runter wollt, ist der einzige, der ein bisschen knifflig ist, weil der Zeigefinger über den Sattel rüber muss, dann haben wir... das G. Ich spiele den tatsächlich jetzt mit dem Zeigefinger auf der C-Seite. Yay. Das ist auch schon alles. Jetzt machen wir doch mal ein lustiges Dings damit. Wir spielen einen Takt G. 8 Schläge, der erste ein bisschen lauter. Dann gehen wir in den 5. Bund, C, machen 3 Schläge, einer laut, 2 leise. Und dann rutschen wir rauf in den 7. Bund zum D. Und dann machen wir 1 laut und 4 leise.
Ganz, ganz langsam wäre das also. One, two, three, four. Irgendwie nicht so richtig Bock macht, mache ich mal den Verzerrer an und los geht das. Two, three, four. Power Chords. Jetzt gibt es eine Variante vom Power Chord, wenn ihr zum Grundton und der 5 noch die Oktave vom Grundton dazu macht. Ich mache das mal auf dem dritten Bund mit einem B, dann haben wir dritter Bund, fünfter Bund, sechster Bund. Klingt so. Mal ohne die Oktave. Wenn es also ein bisschen fetter sein soll als nur der Power Chord in Anführungsstrichen, dann macht ihr eben eine Oktave zum Grundton noch dazu. Jetzt hat die Gitarre einen Vorteil gegenüber der Ukulele. Und zwar ist die Gitarre auf den tiefen vier Saiten immer gleich in Quarten gestimmt. Also das heißt, wir haben E, A, D und G. Die Handhaltung, die wir hier haben, Grundton, zwei Bünde weiter, nächste Saite ist die Quint, ist immer gleich. Auch wenn ihr die Saite wechselt auf der Gitarre, dann bleibt, wenn das hier die A-Saite wäre, der Griff gleich. Bei uns ist es dummerweise so, dass das jetzt scheiße klingt, denn die Ukulele hat von der C- zur E-Seite eine große Terz, das heißt ein anderes Intervall. Und das müssen wir kompensieren, indem wir, wenn wir den Grundton auf der C-Seite haben, drei Bünde weiter auf der E-Seite greifen. Also das heißt, jetzt mein Zeigefinger greift den dritten Bund und der kleine Finger greift den sechsten Bund. Wir können ja spaßeshalber dasselbe Ding, das wir gerade mit G, C und D gemacht haben, mal mit C, F und G machen. Das C wäre jetzt offene C-Saite und Zeigefinger auf dem dritten Bund der E-Saite. Schön darauf achten, dass ihr die G-Saite festhaltet und mit dem kleinen Finger oder dem flachen Zeigefinger die A-Saite stoppt. Jetzt rutscht ihr rauf in den fünften Bund, Zeigefinger kommt auf den fünften Bund C-Seite, der kleine Finger auf den siebten, warte mal, jetzt nicht, dass ich mich verzähle, achten Bund der A-Seite, achten Bund der E-Seite. Und auch hier schön darauf achten, dass keine andere Seite klingt, die wir nicht haben wollen. Dann für das G gehen wir in den siebten Bund, selbe Griffhaltung. Und dann rutschen wir vielleicht wieder zurück. Ach nee, hatten wir nicht. Also, ich mach's mal vor. Und damit wir zusammen Spaß haben, zähle ich ein und vorher mache ich die Brate an. 2, 3, 4.
Yay! Auch bei diesem Powerchord können wir noch die Oktave zum Grundton drauf machen. Das wäre jetzt zum Beispiel so. Wir haben also die leere C-Seite, wäre unser Grundton. Dritter Bund E-Seite ist die Quint. Und dritter Bund A-Seite ist das C, die Oktave. Wenn ihr das verschiebt, bietet es sich an, die E- und die C-Seite mit einem Finger, vielleicht mit dem kleinen, zu greifen. Auf der Gitarre würde man das so machen. Jetzt haben wir keine Gitarre und ich persönlich habe gemerkt, wenn man die Quint unter dem Grundton noch mitspielt, dann klingt es ein bisschen fetter, ohne dass es stört. Dann wäre der Griff eigentlich ein Barré. Wir haben auf der C-Seite nach wie vor den Grundton. Hier unten drunter ist eine Quint. Auf der E-Seite ist eine Quint. Und auf der A-Seite haben wir jetzt die Oktave zum Grundton. Das heißt, wir haben 3, 3, 6, 6. Das stört irgendwie nicht. Wenn ich das ganze Riff so nochmal spiele, 2, 3, 4. Klingt ein bisschen fetter. Gut, die Damen und Herren, ich habe schon irgendwann mal gesagt, Rock studiert man nicht, Rock muss man spielen, damit man ihn lernt. Und es gibt einen Song, bei dem ich denke, er ist super geil, um diese ganzen Power Chords schön in die Finger zu kriegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man verschiebt und vor allen Dingen auch den Sprung zwischen C- und G-Seite so ein bisschen zu üben. Wir fangen mal an. Ich glaube, es ist sogar Originaltonart F-Dur. Also wir brauchen ein F. Unser Grundton F wäre 5. Bund C-Seite. Quinte dazu ist auf dem 8. Bund der E-Seite. So, jetzt müsst ihr euch das mal merken. Wir haben 5. Bund, dann rutschen wir runter in den 3. Bund. Jetzt rutschen wir rauf in den 8. Bund. Rauf in den 10. Bund und rauf in den 12. Bund. Wir können ja einfach zum Spaß mal jeden einen Takt lang spielen und nur das Rutschen üben. Das ist schwer genug für den Anfang. 1, 2, 3, 4. Zu oben klingt das dann immer gerne ein bisschen fies, aber sobald die Verzerrung an ist, macht das nicht mehr so viel. Wobei, in dem Stück spielen wir das tatsächlich ohne Verzerrung am Anfang. Und das darf ruhig ein bisschen fies klingen. Es muss auch nicht so 100% sauber sein. Jetzt wird's schwierig. Jetzt solltet ihr nämlich das Thema Dead Notes ein bisschen raus haben. Wir machen ein Dead Note auf 1 und dann zweimal klingend 5. Bund. Dann rutschen wir runter in den 3. Einmal Dead Note, zweimal schlagen. Jetzt kommen noch 2 Dead Notes dazu, während wir in den 8. Bund rutschen. 2 Schläge auf dem 8. Einer im 10. Und 2 im 12. Bund. Ihr habt es bestimmt längst erkannt, das ist der Song Number 2 von Blur. 1, 2, 3, 4. Was ich da oben mit dem 12. Bund so rhythmisch mache, ist tatsächlich gar nicht so wichtig. So. Hauptsache, gebt ihm. Machen wir mal ein bisschen fixer. 1, 2, 3, 4.
Übrigens ist es überhaupt nicht so wichtig, was das für Akkorde sind, denn wir spielen in dem Sinne keine Akkorde. Eigentlich ist es ein Riff, dass wir dadurch, dass wir die Quint immer drauflegen, also eigentlich eine zweite Stimme, nur ein bisschen fetter machen. Wir haben in dem Sinne keinen Akkord, denn die Quint ist kein Akkord, sondern ein Intervall. Wir haben ein Riff, das wir fetter machen. Okay, ein ganz wichtiger Unterschied. Deswegen ist auch überhaupt nicht so wirklich wichtig, was das da für Töne sind. Im Original wird das auf der einen Seite hin und her gerutscht und deswegen macht das so. Das klingt tatsächlich auch am geilsten. Jetzt kommt der Refrain und im Refrain spielen sie im Grunde genau dasselbe. Aber jetzt wird nicht nach oben gerutscht, sondern wir nehmen die Töne nach unten. Also wir haben ersten Bund, dritter Bund und fünfter Bund. Und selbst verzerrt wird das nicht fett genug klingen. Deswegen machen wir diese erweiterten Power Chords mit der Oktave drauf draus. Das heißt, wir machen den hier, dann haben wir diesen da. Ich gebe zu, der ist ein bisschen knifflig. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, die Finger immer in dieser Haltung zu haben, dann haben wir hier nämlich die eine Quint, hier die andere Quint, dann haben wir hier den vollen Akkord und hier den vollen Akkord. Dann ist das relativ einfach. Der schwierige Teil ist eigentlich eher beim Greifen, den richtigen Bund zu erwischen, so zielen. Deswegen Bier aufmachen und los geht's. Wir spielen mal mit ordentlich Braterei den Refrain. One, two, three, four, one. Fällt mir das eigentlich so besser? Nein, obwohl. Nee, wollen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal spaßeshalber einfach einen Durchlauf clean, das ist dann die Strophe, und dann auf die Mine treten und ab dafür, Refrain. One, two, three, four. One. Alter! Ja, das muss ich wohl auch noch ein bisschen üben. Anyway, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Das ist richtig knifflig, wenn man das Thema noch nie gemacht habt. Aber einfach ganz entspannt dranbleiben und machen, machen, machen. Dann wird das schon irgendwann. Es gibt sicherlich noch mehr Videos zu dem Thema. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann klickt ihr jetzt auf Abonnieren. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann klickt ihr auf Like. Und ihr empfiehlt mir weiter. Und Fragen, Grüße, Wünsche und Anregungen haut ihr wie immer schön runter in die Kommentare. Da freue ich mich drüber. In diesem Sinne, Tschüsse. Ich sag viel zu oft in diesem Sinne, ne? Hätte mir das eigentlich so besser gefallen? Auch nicht schlecht. Geschmackssache.